Ich bin neu im Rössl, also ich bin die erste Saison im Rössl als Zahlkellner Leopold und habe mich irrsinnig in die Rösslwirtin verliebt und schenke ihr Blumen und schütte mein Herz aus und will sie erobern. Und sie erhört mich nicht. Sie findet das unstandesgemäß, sich mit einem ihrer Angestellten einzulassen. Und ich bin darüber todtraurig, aber sehr eifersüchtig auf all die Lieblingsgäste, die erscheinen, wie zum Beispiel ein gewisser Berliner Rechtsanwalt Dr. Siedler. Heute scheint die liebe Sonne doppelt schön, weil wir uns wiedersehen in Wolfgang Hill. Ja, der Herr Dr. Siedler, das ist natürlich ein gebildeter Mann aus der Stadt. Der hat ein Diplom, er ist eben Doktor, da wäre ich dann Frau Doktor. Ich sehe mich ja ein bisschen schon den Kurfürsten da mit einem Pelzmantel hinuntergehen. Und da könnte ich dann auch das Rössl natürlich verlassen. Da käme ich in die große Stadt und der Leopold, der taugt einfach nicht zum Wirt. Der muss sich ein bisschen emanzipieren, ja. Irgendwie musst du ein bisschen mehr Durchsetzungsvermögen beweisen. Weil so geht das nicht. Immer hinterher dackeln. Irgendwie, mir fehlt da was. Ich bin der Otto. Ottilie heiße ich. Und das passt schon von vornherein so zusammen, dass man es gar nicht anders wahrnehmen kann, als dass wir uns natürlich ineinander verlieben. Auf der Bühne. Genau, und das mit einem Bling, Bling. Das Lied, das wer sagt, ich bin da. Also mein Vater, der Herr Giesecke, ist ein ziemlich anstrengender Mensch, sehr dominierend. So ein dusseliger Plan. Da muss Ihnen ja vom Berge fallen, wenn er nicht mal weiß, wo oben und unten, hinten und vorne ist. Darf ich Ihnen behilflich sein? Doofe Frage, nee, Sie sicher nicht. Und ich bin schon ganz die Tochter von diesem Herrn Giesecke, muss man sagen. Also ich bin sicher auch ein bisschen mühsam, aber ich versuche das auch ein bisschen mit Humor zu nehmen. Also ich glaube, ich nehme meinen Papi dann auch manchmal gar nicht so ernst. Am Schluss drohe ich ihm sogar mit der Frau Mama. Oder ich sag es Mami. Um Jottes Willen, bloß nicht. Dazu gehört der wichtige Satz, alle Töchter werden wie ihre Mütter, noch in 100 Jahren. Ist so. Ich bin Sigismund Sülzheimer Junior aus Sangershausen und ich verliebe mich auf der Zugfahrt in Klärchen Hinzelmann. Und ich bin das Klärchen und ich verliebe mich in den Söhnen Sigismund Sülzheimer auch in der Zugfahrt. Am Anfang ist es so, dass ich hier eine Geschichte von einer Dame in Salzburg erzähle, die wahnsinnig gelispelt hat und ich mich drüber lustig gemacht habe. Und dann fängt sie an zu reden und sie hat auch einen Essfehler. Und das macht mir aber bei ihr gar nichts aus, weil sie ist ja das Klärchen. Ja, und bei ihm macht mir die Glatze auch nichts aus. Der ist noch gesoffen. Ja. Mit Hilfe gewisser legaler Substanzen wie Alkohol werde ich ein wenig forscher und werde sie insofern um den Finger wickeln können. Ja, der Leopold zeigt dann einfach auch, dass er auch was kann. Und sie hat ja ein Faible für ihn von Anfang an. Es ist ja nicht so, dass du mir nicht gefallen würdest, ja, aber irgendwie, das geht halt nicht. Du bist mein Angestellter und der Herr Dr. Siedler hat einfach die älteren Rechte, ja. Und da würde sich halt auch, ja, genau das meine ich. Das geht sich nicht aus. Entweder man führt gemeinsam ein Lokal, dann muss man aber auch ein bisschen mehr Ross sein. Gut, ich entscheide mich dafür, mehr Ross zu sein und werde sie erobern. Danke.